Hallo zusammen, nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder ein Video von mir. Ich hoffe, man kann mich sehen und hören. Helge und ich haben uns beide ein neues Mikrofon gekauft. Das ist das T-Bone SC440, inklusive Spinne, Popschutz und Ständer. Das gab es im Bundle für 90 Euro und ist von YouTube-Geld bezahlt. Falls ihr mehr dazu wissen wollt oder wollt, dass wir vielleicht irgendwie ein Review machen oder ähnliches, dann könnt ihr das natürlich gerne anfordern. Okay, heute nur ein ganz kurzes Video. Und zwar möchte ich euch etwas zeigen, was ich ständig benutze. Eine Funktion von Google Chrome. Und zwar wurde die auch schon in anderen Videos angesprochen. Und das sind die Entwicklertools. Diese Funktion hat Firefox auch, nicht ganz so in dem Umfang. Jedoch kann man das mit dem Add-on Firebug, wenn ich mich nicht erweitern. Okay. Und zwar geht es darum, dass wenn ich auf Facebook oder auf einer anderen Internetseite ein Bild hochlade, dass ich im Vornherein, wenn ich hier welche erstelle, schon sehen kann, wie das letztendlich auf der Internetseite aussieht. Zum Beispiel jetzt hier für den Unity Asset Store gibt es hier diese kleinen Bildchen. Wenn man Assets hier hochlädt, dann gibt es hier diese kleinen Bildchen und dann wird das Asset mit diesem Bildchen hier halt angezeigt. Und jetzt habe ich für den Winter Sale hier ein Bild praktisch erstellt, eben mit Photoshop, und wollte jetzt gucken, wie das hier auf der Internetseite schon aussieht. Und dazu nehme ich erstmal ein Bild-Upload-Tool, denn wir müssen das Bild erstmal ins Internet irgendwo hochladen. Die beste Seite, die ich euch wirklich empfehlen kann, ist upload.de, also upload mit A geschrieben. Die sieht dann so aus. Und dann klickt ihr hier einfach auf Bilder von der Festplatte hinzufügen und wählt euer Bildchen dann hier aus. Und ja, ladet das hoch, indem ihr hier auf Upload klickt. Das sollte ziemlich schnell gehen. Und dann scrollt ihr ein bisschen runter und findet hier den Direktlink. Den kopiert ihr euch hier raus, Steuerung C, und geht dann auf eure jeweilige Seite. So könnt ihr das bei Facebook natürlich auch machen, wenn ihr zum Beispiel ein neues Profilbild hochladen wollt, dass ihr dann zuerst guckt, wie das hier auf Facebook aussieht. Okay, also ihr macht dann auf euer Bildchen hier, das ist hier unser Asset, Rechtsklick, Element untersuchen, damit die Stelle praktisch im HTML-Quellcode gehighlightet wird. Dann macht ihr hier auf Doppelklick auf den Link des Bildes. Den seht ihr hier drin schon. Und da fügt ihr jetzt einfach den Direktlink ein, den ihr euch eben kopiert habt. So. Dann die Striche hier raus. Enter. Und schon seht ihr, wie hier sich das aktualisiert hat. Und so können wir uns jetzt im Vornherein, ohne dass wir es schon hoch geladen haben, praktisch auf die Seite eingestellt haben und so, schon mal angucken, wie das Ganze aussieht. Das könnt ihr bei Facebook genauso machen, beziehungsweise ich zeige das jetzt mal auf der Seite von dem Asset. So. Und zwar habe ich hier ebenfalls ein Christmas-Dings gemacht, da bin ich noch nicht mit fertig, deswegen sieht es noch ein bisschen scheiße aus. Hier ist das. Und das laden wir auch wieder bei Upload hoch. Einfach wieder auf Uploaden, Bilder von Festplatte, Christmas, Upload, Direktlink. Und dann machen wir einfach hier einen Rechtsklick rein, Element untersuchen, doppelklicken hier drauf und fügen das hier ebenfalls wieder ein. Und dann können wir uns hier halt schon ansehen, wie das Ganze aussieht. Gefällt mir persönlich jetzt doch ganz gut, muss ich sagen. Ja. Übrigens, ich habe eben Soundtestaufnahmen noch gemacht. Das laute Rauschen im Hintergrund, das liegt nicht an der Qualität des Mikrofons, sondern das liegt daran, dass mein PC so laut ist. Ja, kann ich nichts gegen machen. Ausreichend gekühlt ist er eigentlich, aber er hat halt noch ein ziemlich lautes Rauschen. Das sind praktisch die Fans, die Kühler drin.
die so laut sind. Und ja. Okay, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ist doch länger geworden, als ich eigentlich geplant hatte. Ich wollte das nochmal eben schnell machen. Aber gut, bisschen ungeplant und so. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. You should have heard bitches love cake.